ich Ihnen das Vista Transformation Pack vorstellen. Eine Möglichkeit, kostenlos natürlich, Ihren Windows XP PC optisch an Windows Vista anzupassen. Das hier ist Windows XP. Starten wir mal unseren Account. So sieht, sage ich jetzt mal, in der Standardeinstellung aus. Eventuell, wenn Sie länger mit Ihrem Rechner schon arbeiten, haben Sie eventuell schon einige Anpassungen vorgenommen. Kümmern wir uns erstmal darum, wie wir an unser Transformation Pack kommen. Wir starten unseren Standard-Internetbrowser und rufen unsere Standard-Suchseite auf. Und dort geben wir einfach ein Vista Transformationspack. Finden wir als ersten Treffer Vista Transformation Pack Version 8.01 auf chip.de. Es gibt sicherlich auch mehrere Webseiten, die das anbieten. Hier ein paar Mal auf den Download-Button klicken. Irgendwann kommt es dann als Pop-up, zumindest im Firefox. Dann einfach Speichern klicken. Ich breche jetzt hier ab, da ich das schon gemacht habe. Starte ich mal meinen Dateimanager. Habe ich hier auf der D-Platte liegen. Starten wir das Ganze. Werden wir begrüßt und hier haben wir direkt als erstes die Option, dass wir Windows X Shrine als Default Homepage festsetzen können. Das muss nicht sein, das klicke ich auch weg. Dann haben wir als nächstes die Annahme der Lizenzbedingungen, müssen wir einfach nur durchklicken. Hier haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können wir jetzt hier ganz normal Vista Transformation Pack auf unserem Rechner installieren. Oder die zweite Möglichkeit wäre, dieses Vista Transformation Pack in unsere Setup-Dateien auf unserer CD-ROM zu installieren, quasi zu slipstreamen. Darüber haben wir schon ein anderes Video auf sempervideo.de online gestellt. Dann wäre es dann eben so, dass wir, wenn wir dann von unserer Installations-CD-ROM Windows XP neu installieren, dann wäre dann dieses Transformation Pack automatisch mit drin. Ich lasse jetzt aber eben die erste Option, das trifft für 98% aller Benutzer auch zu. So, ansonsten die Screen Resolution auswählen. Ich habe jetzt hier nur einen normalen Bildschirm 4:3 zur Verfügung. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Anwendung, sage ich jetzt mal, das richtig ermittelt hat und mir deswegen diese 4:3 Auswahl anbietet oder ob sie einfach nur tump sagt, ich nehme einfach die erste Option. Ja, wenn Sie also einen 16:9 Bildschirm haben, einen Widescreen, dann einfach die Widescreen-Option anwählen. Das gleiche mit dem DPI-Setting, die Standard-Schriftart-Einstellung, die ist auf 96 DPI, das ist die normale Größe. Wenn Sie aber aus irgendwelchen Gründen eine extra große Schriftart gewählt haben, dann eben hier auch entsprechend die große Schriftart anklicken. Ich kann hier also einfach Next machen. Dann haben wir hier den Express Mode und den Classic Mode. Im Classic Mode können wir anwählen, welche Änderungen wir durchführen wollen. Da wir zu diesem Zeitpunkt aber noch überhaupt keine Ahnung haben, was denn alles installiert werden könnte, macht es jetzt meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, jetzt direkt beim ersten Versuch da einzusteigen und zu sagen, ich hätte gerne diese Option nicht installiert und diese auch nicht. Und wir wissen ja nicht, was es am Ende ist. Deswegen lasse ich das Ganze hier im Express Mode. Das ist mehr oder weniger eine Fire and Forget Option. Das heißt, hier wird alles installiert und ich werde nicht unnötig gefragt, was ich denn unbedingt haben will. So, ansonsten hier nochmal kurz eine Übersicht. Apply System Files Transformation. Ja, das wollen wir haben. Dann Hide Shutdown Lock of Boxes. Auch okay. Nehmen wir alles mit. Lock on Sound Schema und Cursors und so weiter wollen wir alles auch haben. Und hier am besten noch hier die Third Party Applications. Das heißt, es kommt nicht alles von den Herstellern oder eben hier von Mr. Windows X, sondern dieser hat auch, um diesen Vista-Look zu erstellen, auf Drittanwendungen zurückgegriffen, die natürlich auch kostenlos sind und die er eben mit bundeln durfte. Das heißt, die werden hier zum Teil eben auch installiert. Klicken wir das hier drauf. Da müssen wir natürlich auch diesen Nutzungsbedingungen der Drittanwendungen, zum Beispiel die Sidebar, scheint wohl von einem Drittanwender zu sein, müssen wir natürlich dem seine Lizenzbedingungen auch abnicken. Können wir aber alles problemlos machen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die bis jetzt getroffenen Einstellungen abzuspeichern, sodass, wenn wir
das Transformation Pack mal deinstalliert und wieder installieren möchten, dass wir dann einfach sagen können, hier die letzte Config-File, da habe ich ja schon alle Einstellungen angewählt, einfach die laden und entsprechend neu installieren. Hier war es jetzt aber im Express-Modus so, dass wir sowieso nicht viel angegeben haben, deswegen relativ, sage ich jetzt mal, unwichtig diese Funktion, wenn auch durchaus nicht unnützlich. So, also einfach dann am Ende auf Transform klicken. Jetzt werden die Dateien natürlich entsprechend auf die XP-Installation drüber kopiert, beziehungsweise streng genommen wird es nur daneben kopiert, da die Dateien, die gerade in Benutzung sind, nicht so einfach überschrieben werden können. Die werden ja quasi vom System festgehalten. Deswegen können wir davon ausgehen, dass wir nach der Kopieraktion hier kurz den Rechner neu starten müssen. So, nachdem der Kopierdialog verschwunden ist, können wir zum ersten Mal neu starten. Einfach hier auf den Finish-Button klicken. Das sieht jetzt noch recht XP-like aus. Da haben wir schon den ersten Vista-Bulb. Login-Screen ist auch schon neu. Klicken wir mal auf unseren Primär-Account. Jetzt sehen wir hier Welcome, bedeutet also zum einen, es ist die englische Sprache. Und zum anderen sehen wir jetzt schon diesen rotierenden Donut an meinem Mauszeiger. Das ist das erste Vista-Feature. Das Visual Style, würde ich jetzt mal auf die Schnelle sagen, ist immer noch gleich. Hier werden wir jetzt begrüßt vom sogenannten Welcome Center. Das gibt es sogar auch in ähnlicher Form unter Vista. Hier unten haben wir direkt als erstes die Option Do not show this welcome screen after restart. Das können wir anklicken, denn wir kommen jederzeit wieder hier rein, solange wir hier, sage ich jetzt mal, dieses kleine Icon haben. Das ist genau das gleiche. Natürlich haben wir es auch noch über Startmenü erreichen. So, was machen wir als erstes? Zuerst müssen wir in den Configure User Account rein. Hier können wir auf der einen Seite sehen, was alles installiert wurde. Wobei wir den Express-Modus angewählt haben und da wurde sowieso alles installiert. Die zwei Optionen kann ich aus irgendeinem Grund nicht anwählen. Den WinFlip und den Visual Tooltip. Das sind aber eben auch wiederum Third-Party-Applications. Das bedeutet, die könnte ich mir auch noch einzeln aus dem Internet holen und auch noch installieren. Dann haben wir die Möglichkeit, zwischen den sogenannten Theming Engine hin und her zu schalten. Erstens Visual Style oder Aero Style, Window Blinds. Wir können ja beide Möglichkeiten austesten, deswegen bleibe ich zuerst mal bei dem Visual Style. Dann hier die Use True Transparency. Kann ich leider auch nicht anwählen, ist aber schon von uns in einem eigenen Video vorgestellt worden auf sempervideo.de. Insofern können Sie dort einfach nachschauen und es eben auch noch nachinstallieren. So, viel konnten wir jetzt leider nicht ändern, bis auf diese Visual Style Engine. Gehen wir nochmal in die Advanced Configuration hier unten. Und da haben wir hier die Möglichkeit, nochmal die Schriftart auszuwählen. Nehmen wir mal Calibri und die Toolbar. Die soll Vista Styler sein, wobei ich jetzt natürlich auch noch nicht so genau weiß, wo da die Unterschiede sind. Ein weiterer Aspekt, den man dann durchtesten kann. Klicken wir auf OK. Apply. Dann werden wir automatisch in die Eigenschaften der Anzeige geschickt, wahrscheinlich um jetzt.